trotzdem geil, dass der Typ, mit dem ich... Was zum Fick? Alter, was soll der Mist? Die bewerfen sich mit Bananen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es eine Kompensation für einen phallischen Komplex ist, aber... Doch. Ouch. その大人だと認めるような古来の慣習を受け継いでいる人間は確かにいる。まさにそういう古臭い連中がいるんだよ。最近の若い奴らはなんじゃくたとか言っちゃってさ、自分たちの時はバナナとかスイカだったくせに、しかもスイカには切れ目入れてたっていうし。ヤシの実に切れ目を入れてもあまり効果はなさそうですよね。だからここで黄昏てたってわけか。恥ずかしながらね。 嫌なら儀式なんてやめればいいでしょ。でも、そうもいかないんだよ。周りのノリとか付き合いもあるし。そういうのをやめる判断ができるのが本当の大人じゃないの？あ、全く。その通りだよな。俺も大人になるよ。加減もせずに悪ノリしてるのがガキだって話でしょ。おっしゃる通りで。Well, also dafür, dass das Dorf quasi aus Harlekins und Spaß machen besteht, ist das Bewerfen von kleinen Kindern mit Kokosnüssen vielleicht doch ein bisschen, naja, nennen wir es brutal. Wer schmeißt Kinder mit Kokosnüssen? Das macht man doch nicht. Sweet. Roter Salbei. Noch mehr Angriff. Guck mal. Pinguine. Also, nein. Pinguine. Quietschig kleine bunte Delfin-Pingu-Fische. Einen Moment, davon muss ich nur für eine Freundin mal ein kurzes Foto machen. Kann ich näher ran, noch ein bisschen näher ranzoomen? Das ist schon das nächste. So, das ist gut. Entschuldigung, ich mache nur ganz kurz ein Foto. So, weiter geht's. Ich musste nur ganz kurz, weil eine Freundin von mir, Yvette, ist total vernarrt im Pinguin. Du liebt alles, was mit Pinguin irgendwie zu tun hat. Und hier... Oh, hallo Amras!
Hier gibt's halt Pinguin-Mischlinge mit Delfin-Teilen. Die sind voll knuffsch. Charakterkarten spielen. Ja, spielen wir mal eine Runde. Let's go! Oh, cool, ich habe Emma auf der Hand. Das war fies. Round 1. Fight! Ah, du Lacker. Tatsächlich ist das hier mehr oder minder ein Glücksspiel. Das sind alles Phantasia-Karten, das ist ärgerlich. Komm schon. Ja! Ach, du Sackgesicht. Aber die hätte ich noch gebraucht. Ah, Phantasia. Genius, Symphonia. Ha! 5 Punkte für mich. So, oh, auf jeden Fall Colette. Shit. 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 Sehr schön. Nein. Ja. Scheiße. Die Runde ging an ihn. Es ist so eine Art Memory mit speziellen alten Tales of Karten. Und man muss halt versuchen, mehr Punkte, also mehr Karten-Doubles zu haben als der Gegner. Du siehst beispielsweise dieser kleine lederne Kreis da oben links in der Ecke. Das Symbol ist jeweils das, was matchen muss. Hier zum Beispiel die Blume passt mit 2 auf dem Feld. Ich kann sie auf einen drauflegen und dann wird noch eine Karte aufgedeckt, die entweder aufs Feld gelegt wird oder, wenn es ebenfalls ein Doppel ist, mir noch zusätzlich gut geschrieben wird. Ach, scheiße. Oh, come on! Fuck! Ha! Wenigstens halbwegs ausge... Nein! Ich könnte noch versuchen zu stehlen, aber... Ah, komm schon, welche nehme ich? Scheiße! Der hat aber auch ein Glück. Nein! Ha! Gott sei es gediehen. Wohnen. Man bekommt dafür dann so spezielle Münzen, die man auch bei den NPCs dann gegen Kostümzeugs oder eben spezielles Crafting-Material später eintauschen kann. Echt jetzt, ich könnte für Eisen einen Hut von Bianfu holen. Oh Gott, eigentlich will ich das nicht, aber das muss ich sehen. Ja, scheiß drauf, das muss ich sehen. Pass auf, pass auf, pass auf. Man kriegt dafür halt Kostümgegenstände, das will ich jetzt sehen, wie der als Katze rumrennt.
Ach so. Jawohl, ich werd nicht mehr. Jesus. Die Elfenohren bringst du dann auch nicht mehr. Da kriegst du noch den komischen Schwanz. Jetzt siehst du richtig herrlich kaputt aus. Aber dann kannst du wenigstens noch die, genau, die Rosenkorsage bekommen. Jetzt kämpfe ich mit einer Riesenkopfkatze zusammen. Oh Gott, ich will ihn in den Cutscenes gar nicht mehr sehen, glaube ich. Das wird der. Das muss ich sehen, wenn der einen Finisher macht und dann am Ende das Sprachrecht hat. Das will ich unbedingt sehen. Warte, warte. Tauschen wir mal aus. Oh, komm schon, Eisen, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da drüben ist er! Hey, wo bist du hin? Da. Großes, komisches Katzending. Ups! Eine Riesenkatze! Bienfu, muss man dazu sagen, es ist in dem Spiel hier ein unglaublich nerviges, komisches Katzencharakterding, das permanent versucht, sich an irgendwelche Frauen ranzuschmeißen. Schatzkiste! Ja, jetzt habe ich vorhin so viele Katzengeister schon ausgegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich noch genug für dich da habe. Na, offensichtlich nicht. Die muss ich mir merken, die muss ich mir später holen. Wer hätte gedacht, dass mir dieser Scheiß mal ausgeht? Was ist wo gerade passiert? Etwas spezifischer deine Frage, dann kann ich sie dir vielleicht sogar beantworten. Der Kampf? Ich habe ein Monster angegriffen und dann die Gruppe von Monstern, die dabei gespawnt ist, besiegt. Du hast noch nie bei einem Tales of Spiel zugeguckt, oder? Eine Tales of Jungfrau. Und ich bin dein Erster. Ach, welche Ehre. That sounds so fucking wrong. Achso, du meinst, wie schnell das war? Ja. Das könnte daran liegen, dass ich relativ stark bin. Gemäß dem Fakt, dass ihr euch fragt, was das für ein Geräusch war, ich habe gerade eine leere Dose Energy Drink Flasche in die Ecke geworfen. Das ist Bienfu. この理論だけはほどいちゃダメなんでぐ。どうして？それも絶対に言えないでぐ。話せないことばっかりじゃないの。なんなら話せるわけ？例えば僕たちがどんな種族かとか、精霊界における位置づけとか能力とか、ああ、それ聞いてみたい。では 教えてあげますからよく聞くでふよ。僕たちはノル民族という歴史とした精霊の一種族なんでふ。他の精霊と比べると自然を操る霊力は落ちるでふが、他者の力を引き出し強化する能力に秀でてるんでふよ。お便利パワーアップ精霊ということじゃな。別名、凡霊だ。
Heulig rum, Kätzchen. So, und warum der Kampf so schnell ging, ich habe halt meine ganzen Artes, also so heißen die Angriffe, auf Combo-Artes ausgelegt, dass ich meine Gegner halt, wenn sie nicht gerade irgendwie durch Status-Upgrades von sich selbst verbessert sind, ziemlich schnell runterreiße. Außerdem verwende ich die dämonische Fähigkeit quasi ununterbrochen, so dass ich noch mehr Damage mache. Dazu habe ich sogar noch Ultimates, die ich später nutzen kann. Auch meine Expedition ist zurück. Okay, ich muss erstmal oben sein. Schatzkiste! Dachte ich mir doch, dass das hier oben ist. Komm schon, drei Siege, gib mir. Ah. Du unscheinbarer Haufen Scheiße. Und, wir haben Giftwehr. Sehr schön. Wenn mal wieder ein Ring gemeistert ist, kann der nächste die Giftwehr bekommen. Jetzt habe ich zwei davon, das heißt Velvet und noch ein anderer kriegt sie. Neat! Gott, ich mag das Spiel, aber dadurch, dass ich nur einen Tag in der Woche zocken kann wegen meiner Arbeit, werde ich mit diesem Spiel in den nächsten 4 Wochen noch nicht fertig. Einfach weil das so riesig ist. Der ist tot. Ehrlich gesagt, der kleine Junge tut mir umzingelt von diesen ganzen grundverschiedenen Charakteren ein klein wenig leid. Irgendwas ist hier noch. Sind wir die Pinguin da quatschen oder was? ペンギョン。何してるんだろう。ペンギョンは温泉と。お母さん、ペンギョンは一夫一夫制で、同じ相手と添い遂げるロマンチックな生き物なんですって。夫婦だから卵が生まれるんだね。でも、どうやって卵はできるのかな。え、それは、あ、知っていますか、ライフセット。ペンギョンの卵って大きな殻の中にオレンジ色の子卵がいっぱい詰まってるんですよ。 プチプチ系なんだ。ええ、イクラみたいな食感でウニのような濃厚な味わいだ。魚長類って魚に近いのかな。食べるんだ。あんなに大事にしてる卵。残酷ではありますけど、美味しいんですよ。ペンギョンのもも肉とプチプチ卵をご飯に乗せた他人丼に見せかけた親子丼は絶品なんですから。 Was ist das für ein Vieh? Bis die mal bei mir angekommen ist. Boom. Das ist vor. Oh, Ulti. Splatter. Das war zwar nicht meine Ulti, aber eine. Das ist meine.
役に立ったかな。 Apropos mal nach ihren Titel gucken, Waffenmeisterin. Dieser Titel ist auch. Habe ich nicht letztens mal einen anderen Titel? Ah, ich muss noch mehr Ausrüstung meistern, um den nächsten Stern von dem Titel zu bekommen. Pff, Superheldin gibt's als Titel später noch. Kampfeswütige. Ah, selbst die Titel, die ich nicht angelegt habe, meistern sich selbstständig. Das ist praktisch. Ja. Aber nur der, den ich angelegt habe, gibt mir auch die passenden Werte. So, weiter geht's. Hoch. Oh, hier gibt es irgendwo noch eine Schatztruhe. Und da drüben ist noch roter Salbei. Bevor ich meine Schatzkiste nicht habe, haue ich hier nicht ab. Der Reim war nicht geplant. Hier, Kiste, 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 hier, die da zählt nicht. Die gilt nämlich auch nicht für die Schatzkistenwertung. Das ist nämlich nur eine Katzenkiste, keine Schatzkiste. Da bist du. Hier, deine Baumstumpf versteckt, das ist fies. So, jetzt ab durch den engen Gang und nach dieser komischen alten Frau suchen, die ein Malak ist. And look what we've got here. Yet another cutscene. At least so. 4 Schatzkisten. Ernsthaft? Also eine sehe ich schon. Der Katzenkopf. Umzingelt von dämonischen Echsen. I'm about to eat you. Lethal pain! Ow, ow, ow! You son of a douche! Der hält ein bisschen mehr. Der hält eine Menge mehr aus. Mein Gott, wie lange soll ich dir noch ins Gesicht treten? Jetzt aber.
Das sind reichlich Level Ups. Irdisches Glazit. Gewährt auf normaler Schwierigkeit oder höher eine zufällige Fertigkeit, die den Vorteil gegen Amorphe, Apode, Bestien, Krusten und geflügelte Gegner verschafft. ベルベット、魔女の知り合いよ。あ、そう。グリモネーさん、ご無沙汰じゃのう。ご無沙汰でぐ。ああ、あんたたち。 相変わらずどっちも妙竹林ね。どういう関係なんだ？魔女の修行をしておった頃の先輩じゃよ。で、なかなかに興味深い古文書があっての、その解読を頼みたいんじゃ。へえ、あんたが他人に語れなんて珍しいこともあるもんね。暇つぶしにちょうどよくての。私は暇じゃないけど。 グリモ姉さん、そこをなんとかお願いです。そういうのやってないから。残念無念、引き受けてはもらえぬか。やる気なら出させてあげるわよ。やれば脅しじゃないでしょう。 あんたみたいな目をしたこと関わると、とんでもないものを背負わされるのよ。この年になるとね、そういうのは重くていけないわ。何歳なんだ？それ以上踏み込むと、あんたのケツに花火突っ込むよ。おう、これは失敬。取り付く島がないようだな。南の島なのに、ごめん。 古代語どうやったら読めるようになる？勉強する本とかあるかな？へえ、自分で勉強して読む気？僕、本が好きだし、昔のこととか知りたいし、必要なんだ。坊や、ずいぶん熱心じゃない。 ベルベットの役に立ちたいんじゃよな。授業料高いわよ。教えてくれるの？嘘。けなげさに免じて読んであげるわ。古文書はどこ？これです、グリモ姉さん。 姉さんはいらない。あ、はい、姉さんはいらない。さて、どんな本なのかしら。古代アバロスト語。また厄介な奴ね。痛みもあるし、 ささっとは読めないわよ。可能な限り急いで。急ぐにしてもこんなところじゃ、なんだ、落ち着ける場所に移ろうぜ。さっきの失言忘れてあげる。この先にハリアって村がある。おお、かたじけない。さっさと行きましょう。そのハリア村とやらに。 So, jetzt kann ich meine Schatzkisten suchen. Yay! ぶしつけな質問で恐縮ですが、グリモワールは聖主アメノチではありませんよね。そんなわけないでしょ。どういう流れだ。